So, es geht weiter. Teil 2. Wie bekommen Sie nun die CAD-Zeichnung in dieses Layout hinein? Zunächst einmal gibt es die Ebenenpalette. Überhaupt ist das Programm natürlich sehr vertraut in seiner Oberfläche. Wollte ich nur kurz anmerken, Sie kennen ganz viel auch aus Photoshop und aus anderen Adobe-Programmen. Hier rechts haben Sie die Ebenenpalette und dort haben Sie zunächst einmal die Ebene mit dem Rahmen. Die würde ich auch ruhig so benennen. Ja, Schneiderahmen. Jetzt gibt es eine neue Ebene, wo die Zeichnung draufkommt. Das ist auch sehr wichtig, dass Sie da einigermaßen sorgfältig arbeiten, wie immer. Ich schreibe hier mal CAD erstmal rein. Vielleicht brauchen wir später noch mehr Ebenen. Wenn die Ebene jetzt aktiv ist und Sie platzieren Ihre CAD-Zeichnung, dann landet die auch auf dieser Ebene. Okay, der Befehl heißt platzieren, auf Englisch place. Dort suchen Sie die Datei aus. Das ist ein PDF. Es sollte ein PDF sein. PDFs sind das gleiche wie Illustrator-Dateien, das heißt, Sie können sie original, wie sie aus dem CAD-Programm kommen, in Illustrator noch bearbeiten. Was auch sehr schön ist, achten Sie darauf, hier ist eine Markierung für Link. Sie können damit entscheiden, ob es nur eine Referenzierung sein soll oder ob die Zeichnung konkret in das Layout hineinkommt. Ich entscheide mich für die letzte Variante. Ich möchte diesen Referenzierungskram hier nicht haben. Jetzt klicken Sie auf Place und dann kommt hier dieses irgendwas zum Auswählen, lassen Sie es einfach, klicken Sie auf OK. Jetzt landet die Zeichnung in Ihrem Layout mittig drin. Weil mein Papierformat im CAD-Programm zufällig auch DIN A0 war, habe ich jetzt hier auch einen gleich großen Rahmen. Ein Blick in die Ebenenpalette, Sie sehen hier angezeigt, dass Ihre Zeichnung dort drin ist. Sie sehen auch, wenn Sie das aufklappen, dass Sie hier unendlich viele Strichlein haben. Jeder Strich ist sozusagen eigens in dieser Palette aufgeführt, das ist aber jetzt auch erstmal egal. Wichtig ist jetzt, dass wir diese Zeichnung noch kurz insofern auflösen, als dass wir sie bearbeiten können. Dazu gibt es einen wichtigen Befehl, der heißt im Objektemenü, der heißt Schneidemaske oder Schnittmaske. Die muss aufgelöst werden oder zurückgewandelt werden, auf Englisch Release. Jetzt ist diese Gruppe zugänglich. Man muss es noch entgruppieren, Object Ungroup oder ungruppieren, Gruppierung auflösen, wie auch immer. Das muss man manchmal öfters machen. Sie können einfach nachschauen, wenn dieser Befehl Gruppierung auflösen noch schwarz ist, dann können Sie den noch ein paar Mal anwenden. Wenn er dann grau ist, ist jede Gruppe aufgelöst. Jetzt können Sie zunächst einmal alles Mögliche löschen. Am einfachsten sperren Sie die Ebene mit dem Rahmen, damit Sie den nicht aus Versehen auch löschen. Sie können dann hier einfach Dinge auswählen und löschen. Natürlich auch dieses blöde Archicad-Logo. Entschuldigung, blöd ist es ja nicht. Jetzt ein STRG A bzw. Command A. Sie sehen, dass nur noch die Zeichnung da ist. Das war Schritt 2. Gleich geht's weiter.